Birthday heißt es am 9. April 2022. Die Kinderkrippe Zwergenparadies feiert an diesem Tag ihr 20-jähriges Jubiläum. Die Türen werden geöffnet vom Treffpunkt Familie. Eine riesen Kinderparty wird stattfinden. Und in all diesen 20 Jahren durften wir fast 200 kleinen Freunden ein zweites Zuhause bieten. Warst du bei uns ein kleiner Zwerg? Dann komm einfach vorbei und finde dein Babybild in unserer Ahnengalerie wieder. Wir freuen uns auf dich. Und wie unsere Zwerge von damals jetzt ausschauen? Ein paar habe ich ausfindig gemacht. Ich sage schon mal herzlichen Glückwunsch, liebes Zwergenparadies. Jetzt guckt einfach mal, wie die Freunde heute ausschauen. Liebe Kinder vom Zwergenparadies, liebes Team und natürlich liebe Frau Mildenberger, herzlichen Glückwunsch zum 20. Geburtstag. Mein Name ist Manuela Bierbaum, ich bin Geschäftsführerin bei der Diakonie Hoffranken und wir sind sehr, sehr glücklich, dass die Kinderkrippe ein Teil unserer Diakonie hier in Hof ist. Liebe Frau Mildenberger, Sie haben vor 20 Jahren Pionierarbeit geleistet. Die erste Kinderkrippe in Bayern haben Sie mit aus der Taufe gehoben. Und da sieht man schon, wie viel Hartnäckigkeit und Kreativität man braucht, um so ein Projekt ans Laufen zu bekommen. Das ist Ihnen gelungen. Vielen, vielen Dank. Sie waren damals nicht allein. Eine Reihe von Mitstreiterinnen haben das geschafft. Und damals, wie heute, war und ist Ihr Ziel, Kindern und vor allem den ganz kleinen Kindern ein Zuhause zu bieten. Sie wollen, dass sie behütet sind, dass sie sich geborgen fühlen. Und ich als Mama kann sagen, gerade wenn man die Kleinen abgibt, die ganz Kleinen, das fällt dann schon schwer. Und umso wichtiger ist es, dass man ein gutes Gefühl hat bei den Menschen, wo man das Kind abgibt, bei den Räumlichkeiten. Sie haben das immer geschafft mit Ihrem Team, dass ganz viel Geborgenheit in der Kinderkrippe ist, dass die Kinder sich zu Hause fühlen können. Dafür sage ich herzlichen Dank. Ja, und in den 20 Jahren sind Sie natürlich nie stehen geblieben. Sie haben sich immer weiterentwickelt, das Team, die Pädagogik, ganz viele neue Ideen, ganz viel Kreativität. Dafür sage ich vielen lieben Dank, was Sie für die Zwerge alles geleistet haben. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Fest. Und gratuliere ganz, ganz herzlich. Hallo, ich bin Nicole und war die erste Mama, die 2002 ihr Kind im Zwergenparadies angemeldet hat. Und ich bin Anna und war der erste Zwerg im Paradies und feiere dieses Jahr auch meinen 20. Geburtstag. Und ich bin Leni. Auch ich war dabei. Alles Gute zum Geburtstag. Ja, hallo, ich bin die Anne-Rose Zuber und ich gratuliere der Kinderkrippe ganz herzlich zum 20. Geburtstag. Und ich freue mich, denn eigentlich ist die Krippe ja noch viel älter. Es gibt sie ja schon viel länger. Es war eine Idee vom Familienzentrum Mütterclub und da bin ich immer noch Mitglied, obwohl meine Kinder jetzt schon längst quasi mehr als erwachsen sind. Aber damals ging es los, dass wir so ein Netzwerk von Frauen waren und gedacht haben, wir brauchen ein bisschen Unterstützung morgens bei der Kinderbetreuung, dass man auch mal Kinder, wir waren alle ohne Großeltern ohne großen Familienanhang hier in Hof gelandet und da waren wir froh und haben von Anfang an aber Wert darauf gelegt, dass die Betreuung liebevoll und auch professionell ist, also dass da wirklich Profis am Werk sind, denen wir unsere Kinder anvertrauen und das Konzept war offensichtlich so gut und das macht die alten Mütter vom Mütterclub Familienzentrum immer noch stolz, dass damals dass die erste Kinderkrippe war, dass wir also als kleiner Verein Pionierarbeit in Hof geleistet haben und die erste Kinderkrippe den Weg geebnet haben. Und ich hoffe und wünsche, dass es die nächsten 20 Jahre mindestens noch genauso gut weitergeht und wünsche den Kindern, den Großen und Kleinen ganz viel Spaß und richtig viel Spaß beim Feiern, denn da haben alle den größten Grund dazu. Meine Schwester erzählte mir, dass ich vor vielen Jahren im Mütterclub war. Heute bin ich selber Papa von meinem kleinen Leon und er geht heute in die Kinderkrippe vom Zwergenparadies. Ja, und herzlichen Glückwunsch. Ich bin die Oma Oschi. Diese 5 Zwerge sind meine Enkelkinder. Seit 2010 sind wir hier im Paradies mit der ganzen Familie vertreten. Und dadurch sage ich herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.
Und wie sie jetzt aussehen, seht ihr gleich. Ja. Dann los geht's. Ich bin der Moritz. Ich bin der Leopold. Und du bist der Anton. Wir sind die Dittmars und wir wünschen herzlichen Glückwunsch! Meine Mama sagt immer, im Herzen ein Zwerg. Und ich bin die Emma. Wer bist du? Valentin. Und wir sind die Müller-Hells und gehören auch zur Oma Uschi. Und wir wünschen dem Zwergenparadies alles Gute zum Geburtstag! Happy Birthday, lieber Zwerg! Ich bin die Johanna und war von 2008 bis 2012 im Paradies. Hallöle, ich bin's, die Bettina Rapschmidt. Unser Sohn Felix war von 2006 bis 2008 im Zwergenparadies. Ja, und weil es uns da so gefallen hat, haben wir dann, als er gegangen ist, noch den Förderverein gegründet, um die Zwerge noch ein bisschen zu unterstützen. Früher war ich der Zwerg, heute sind's andere. Happy Birthday! Happy Birthday! Schaut her, das bin ich, ein Zwerg aus dem Zwergenparadies. Ich bin die Lisa und ich durfte vor ein paar Jahren als großer Zwerg nochmal ein Praktikum machen im Zwergenparadies. Und schaut her, jetzt werde ich Erzieherin. Herzlichen Glückwunsch! Das Zwergenparadies. Ich finde einen Ort, wo sich Kinder echt wohlfühlen können, wo sie Spaß haben, wo ich ganz viele Kinder lachen habe hören. Und wo ich einfach denke, da fühlen sie sich wohl. Das Zwergenparadies ist aber auch ein Ort für unsere Studierenden und Schüler, wo sie sich wohlfühlen. Wo sie angeleitet werden, wo sie ganz, ganz viel lernen, wo sie ja so richtig mitkriegen, was Pädagogik in der Krippe live bedeutet. Ich danke wirklich für 20 Jahre Kooperation, Zusammenarbeit. Wunderbar. Ich wünsche euch, Ihnen, ganz viel Neugierde auch in den nächsten Jahren, ganz viel Freude an dieser Aufgabe, die Sie bewältigen können. Und gratuliere ganz herzlich zu 20 Jahren Zwergenparadies. Es grüßt euch die Berufsfachschule für Kinderpflege und die Fachakademie für Sozialpädagogik. Happy Birthday! Wenn es im Zwergenparadies was zu feiern geht, sind wir dabei. Alles Gute!